So then I saw anxiety around you, but I never made a sound. And then you called, I can't believe I found you. Yeah, we're sleeping now. Don't say to me that something is wrong. You're scared of me, like I don't belong. Yeah, yeah. Freunde, ich grüße euch. Unsere heutige Reise geht nun los. Es geht nicht wie eigentlich vermutet oder geplant nach Italien. Italien ist gerade kein gutes Reiseziel. Es geht heute nach München. Dort treffen wir Jens. Jens kommt aus München und will nun uns das Alpenvorland zeigen, quasi seine Heimat. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Erfurter Bahnhof. Dort treffe ich mit den Jungs. Worauf ich vor allem gespannt bin, ist, wie man mit dem Rennrad im ICE verreist. Es gibt einen eigenen Fahrradabteil. Bin mal gespannt, ob ich danach nur noch einen Schrotthaufen statt Fahrrad habe oder ob es ohne große Schäden die Reise übersteht. Drück mir die Daumen. So, wir sind am Bahnhof angekommen. In 20 Minuten geht es los. Die Jungs sind noch nicht da. Die werden sicherlich gleich eintreffen. Und dann geht die Reise los. Jawohl, ich freue mich drauf. Aber richtig, ich hoffe, das Wetter spielt mit und wir erleben eine geile Natur und wir erleben ein geiles Alpenvorland. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Rocco. Ja, wie schaut's? Schützen Sie sich. Klar, hab schon mal ein bisschen eingerollt, 20 Kilometer. Ein bisschen Rad gerollt, das ist genau. Gut. Ja. Wo ist denn der Rest? Ja, gute Frage. Der Heiko wollte schon da sein. Nico hat gerade ein Bild gepostet, dass er im Auto sitzt. Also ich denke, er ist auf einem guten Weg. Moin Thomas. Hey. Na? Fit? No, selber? Lecker frisch. Vielleicht gleich Proviant. Alles gut. Morgen. Morgen. So, die Boliden stehen aufgereiht da. Nee, wir trinken Kaffee in hier. Heiko kommt noch. Und dann geht's kommt los. Mit, ja. Kommt mit. Ich hab Angst, dass er zu viel Krabber getrunken hat. Und? Bist du aufgeregt? Jetzt bin ich wirklich aufgeregt. Gestern Abend ging das los. Auf der Heimfahrt habe ich auf einmal so ein bisschen Bauchrumpeln gehabt. Und da dachte ich, na, schön. Gell? Malle ist ja dieses Jahr weggefallen. Und da ist es natürlich umso schöner, wenn wir jetzt hier eine kleine Ausfahrt mal machen. I don't belong, yeah, yeah. Tell me you're alright, yeah, yeah. And please don't let me go. So, ich will euch mal zeigen, wie das im ICE hier organisiert ist. Die Räder hängen hier auf diesen Racks. Einige hängen, andere stehen hier fest. Ne? Aber hier fällt nichts um. Hier ist alles fest verzurrt quasi. Ne? Man könnte hier das Rad noch anschnallen. Und wir sitzen direkt da hinten, quasi direkt in der Radnähe und wir sehen die Räder. Also bis jetzt kann man echt nicht meckern. Super. Jetzt habe ich mich gerade im Zug umgezogen, ging auch recht gut. In einer halben Stunde sind wir in München. Ich habe gerade mit Jens telefoniert, der kommt zum Bahnhof, holt unsere Taschen ab. Und dann geht's los. Aber durch München, durch Richtung Weilheim in Oberbayern. Das Wetter ist 1028 Grad. Boah, wird heute schwül, aber geil. So, wir sind in München angekommen. Jetzt suchen wir den Jens noch, wo er geparkt hat, damit er unsere Taschen alle mitnehmen kann. Dann geht's los. Wieder aus wie Frankfurt. Scheiße, sind wir falsch gefahren. Wieder aus wie Frankfurt. Nee. Münchner Hauptbahnhof, alles aussuchen. Wir sind da. So, jetzt geht's los. So, jetzt erstmal einmal durch die City von München durchfahren, bis zum Ausfahrt raus sind und dann Richtung Weilheim fahren können. So, ich hab die anderen Sattel. Oder Ampel. Halten wir jetzt an. Und Thomas hat einen neuen Sattel. Ich habe eine komplett neue, alles umgestellt. Neue hier Sattel, höher. Komplett neue Sattel. Alles höher, neuer Sattel. Na dann, jetzt kannst du aber abgehen. Jetzt geht's richtig rund.
Jetzt geht's rund. Ah, Thomas ist so gut, aber so ein Typ, der sagt, tut weh, ich kann nicht sitzen, tut weh. Der sagt einfach, sitzt genau, alles verstellt in der Karre, aber er sitzt genauso wie vorher. Perfekt, so muss das sein. Eigentlich auf die Wiesen heute, gell? Ja, aber leider festgestellt, kein einziges Bierzelt, Schweinerei. Das stand anders im Prospekt. Tut mir leid. Ja. Beim nächsten Mal, ja? Okay, ich vertraue drauf. Aschaffee. Jetzt gerade raus und fahren Richtung dem Starnberger See. Komoot führt uns auf einem Radweg. Ist jetzt total genial hier im Schatten in einer Allee. Ach, geil, so eine schöne Tour heute. Wann bist du schon mal auf so einer langen, geraden Straße gefahren? Nein, noch nie in meinem Leben. Mit so vielen Bäumen rechts und links, kenne ich gar nicht. Da wo ich herkomme, gibt es keine Bäume und keine langen Straßen. Wir sind irgendwo südlich von München. Die, die aus München kommen, werden sicherlich wissen, wo wir sind. Aber wir sind jetzt zum ersten Mal. Mega schön. Schaut mal hier zu meiner linken Schulter. Wird freihändig, telefoniert nebenbei. Also, nicht nachmachen. 16 oder 3 Meter, 2 mal 8 Meter. Die Bremssturzrate ist sehr hoch. Ab 50 km/h verspreche ich, dass ich einen Lenker in die Hand nehme. Aber bis 50 ist es auch so möglich. Okay? Richtung Süden. Daneben fahren die ganzen Autos und die Bundesstraße ist für uns komplett frei. Total geil. Wir haben beschlossen, am Starnberger See uns was zum Mittag zu suchen und auf Sebastian und Jens zu warten. Auch hier viele Radfahrer unterwegs, die uns entgegenkommen. So, jetzt sind wir komplett außerhalb. Ist das nicht schön? Das Bayerische Alpenvorland. Da ist ja der Starnberger See. Jetzt sind wir da. Jetzt fahren wir an dem vorbei und suchen uns was zum Mittagessen. Die Route führt uns direkt am See lang, also sind vielleicht 3 Meter bis zum Wasser. Sowas von genial. Geil. Ey, so schön hier. Absolut geil.
Ein bisschen wie an der Lütsche. Nur ein bisschen länger. Ja. Oder ein Ballathon, so ein bisschen wie ein Ballathon. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Weilheim am Starnberger See. Wir sind jetzt ein Stück am Starnberger See lang gefahren, schön, gemütlich. Rechts haben wir den See gesehen, der ist kristallklar, wunderschön. Und sind wir so im Schatten gefahren, zwischen Bäumen und ach, das war herrlich, ganz toll. Haben jetzt 50 Kilometer weggerollt. Der Tino hat es hierher gefahren, die ganze Zeit von vorn. Es war schön im Windschatten mitgerollt, es war super. Es hat Spaß gemacht, mal gucken, wie es weitergeht. War eine schöne Erfahrung, deswegen gibt es mal ein schönes, kühles Radler. Mit Alkohol. Mit Alkohol. Tja, da haben sich die Jungs die Mittagspause verdient, gell? Mhm. Wir sind gerade eingekehrt in so ein Art Bräuhaus. Wir warten gerade auf Jens und Sebastian, die kommen von Weilheim uns entgegen. Da machen wir einen kleinen Schlenker quasi noch südlich von Weilheim und fahren dann nach Weilheim ins Hotel. So, weiter geht's. Magen voll, Beine sind Mus. Nach der relativ langen Pause. Ja, gucken wir mal, jetzt machen wir den Schlenker. Wir fahren nicht direkt nach Weilheim. Fahren ein bisschen drumherum, dass wir ein paar Kilometer heute in die Beine bekommen. Morgen wird es wahrscheinlich regnen. Wir genießen den heutigen Tag. Schöne Waldabschnitte. Bayern gefällt mir sehr, sehr gut. Alter Falter, wie das aussieht, die Alpen vor uns. Aber wir biegen hier rechts ab. Und hier werden die Kühe zurück in den Stall getrieben. Das sind glückliche Kühe. Dürfen noch auf die Weide. Oh, eine ganze Menge. Gelassen, inklusive der Regenwolken. War heute eine schöne Tour.
hoffe, dass der Abschluss des heutigen Tages auch so schön wird. Und ich bin aufs Hotel gespannt. Jetzt suchen wir nur das Hotel, checken ein und lassen den Tag heute schön ausklingen. So Freunde, nun sind wir da. Heute haben wir 104 Kilometer geschafft. War eine angenehme Tour. Wir sind nicht nass geworden, das war echt schön. Vom Wetter her ging es wunderbar. Anfangs war es recht warm. Danach, wo die Wolken aufzogen, wurde es richtig schön, aber trocken. Wir sind gerade im Hotel angekommen, schon ein bisschen was getrunken, geduscht, umgezogen. Jetzt gehen wir in die Innenstadt und suchen uns was zu essen. Aber vorerst zeige ich euch kurz mal mein Einzelzimmer. Ist klein, aber fein, schön ausgestattet. Ich bin echt gespannt, wie sich heute Nacht in diesem Bett schläft. Aber erstmal eine kleine Roomtour. Murnau. Ungefähr 20 Kilometer südlich von unserem Hotel. Also das letzte Mal sind wir gar nicht. Mal gucken, eine wunderschöne Aussicht hier. Wenn du mal zurückschwenkst, hinter dich. Das sehen wir da. Die alten Ansätze. Was hast du bestellt für ein Essen? Wiener Schnitzel. Wir hatten heute mega viel Glück, wie ich schon erzählt habe. Kaum Regen, fast nur Sonne, angenehm warm, nicht zu heiß. Am Anfang war es ein bisschen heiß, aber danach wo die Wolken kamen, wurde es deutlich besser. Jetzt sind wir in Murnau, weil Sebastian hier jemanden kennt, der gute Küche macht. Wir haben Essen bestellt, quasi uns stärken für den morgigen Tag. Für morgen ist allerdings Regen angesagt, für den ganzen Tag. Mal gucken, ob sich das morgen früh noch ändert. Das werden wir sehen. Und wenn das Wetter passt, fahren wir Rad. Und wenn das Wetter nicht passt, dann machen wir irgendwas anderes, was Schönes. Fahren auf die Zugspitze. Mal gucken. Ist jedenfalls geil. Schöner Ausgang war es gewesen am Ende, als angefangen ordentlich zu regnen. Wir haben uns dann rein verzogen und haben dann das Essen weiter gekostet, ausgekostet. Und es hat mega gut geschmeckt. Es ist jetzt spät am Abend, ich glaube 8:30, um 9. Und wir fahren zurück nach Weilheim ins Hotel. Schön ins Bettchen, damit es morgen weitergeht. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben. Ich würde mich so freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Zurück im Hotel. Es hat noch auf der Rückfahrt ganz schön gewettert. Alter, die ganze Straße war überschwemmt. Da kam uns tatsächlich noch ein Radfahrer entgegen bei dem Wetter. Krass. Aber nun, zurück im Hotel. Jetzt ab ins Bettchen. Ich bin ganz schön müde und freue mich auf den nächsten Tag. Ciao.